Hi Leute, hier ist High Carb Christian. Ich werde immer total komisch angeguckt, wenn ich erzähle, dass ich keinen Führerschein habe. Und ich muss mich dann immer so kurz daran erinnern, dass das tatsächlich für jemanden, der 21 ist, relativ ungewöhnlich ist, weil das Etappenziel von vielen irgendwie ist, so mit 16, 17 Führerschein zu machen und dann so mit 18 die erste dicke Karre zu haben. Und das hat mich nie interessiert. Das hat mich total nie interessiert. Also ich bin inzwischen nicht mehr der Meinung, dass ich keinen Führerschein haben möchte, weil ich es einfach als praktisch ansehe. Ne? Wenn man mal irgendwie 50, 60 Kilo Reis kauft, kann man die einfach ins Auto packen, in den Leihwagen packen, in ein Greenwheels-Auto packen und das dann mal eben schnell nach Hause fahren. Aber ich würde niemals ein eigenes Auto haben wollen und ich wollte halt für eine lange, lange Zeit keinen Führerschein haben. Und das hat sich dann irgendwann auch so ergeben, weil während meiner Schulzeit hatte ich irgendwie keinen Bock. Und als ich mit dem Studieren angefangen habe, habe ich mich halt sehr stark auf mein Studium konzentriert, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich einfach gute Noten haben wollte, damit ich an der Uni Utrecht angenommen werde. Sorry, ich hab mich gerade irgendwie ein bisschen verschluckt. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich weiß nie, ob das iPhone das jetzt gespiegelt aufnimmt oder nicht. Und jetzt ist quasi meine einzige Chance, meinen Führerschein in Deutschland zu machen. Jetzt so ab Juni, also ab Mitte Juni bis Ende August, wenn ich es in dem Zeitraum durchkriege, weil ich den nicht in den Niederlanden machen möchte, weil ich da einfach drauf zahle und dann, dann habe ich halt einen deutschen Führerschein und ich glaube, den kann ich dann gegen einen niederländischen umtauschen oder irgendwie sowas. Oder ich kann halt meinen deutschen behalten, weil es EU, also es ist im Prinzip eh egal. Aber ich würde niemals ein eigenes Auto haben wollen. Erstmal aus dem Grund, weil ich es nicht brauche. Ich pflege einen Lebensstil. Ich habe mir bewusst einen Lebensstil ausgesucht, bei dem ich kein Auto brauche. Ich finde die Dinger, sie kosten so viel. Sie verschmutzen die Umwelt, die meisten jedenfalls. Auch so ein Tesla ist jetzt nicht extrem grün. Man findet nirgendwo Parkplätze oder da muss man noch fürs Parken zahlen. Dann müssen die Dinger ständig in die Werkstatt. Und es ist für mich einfach voll unpraktisch. Also ich brauche kein Auto, zumindest momentan nicht. Ich habe sowieso nicht wirklich vor, eine Familie zu gründen, also brauche ich auch keine Familienkarre. Ich werde, glaube ich, nie einen Job haben, in dem ich wirklich mobil sein muss. Ich möchte an der Uni arbeiten und ich sag mal so als Dozent, ne, was macht man da? Du fährst morgens zur Uni, bist im Büro und fährst abends wieder nach Hause und mal wirst du zu einem Vortrag nach Singapur eingeladen. So ungefähr. Aber dann brauchst du das Auto halt auch nicht. Also irgendwie wüsste ich nicht, was ich mit meinem eigenen Auto soll. Wenn ich eins brauche, kann ich mir halt für 5 bis 10 Minuten oder für einen Tag oder so immer noch eins leihen. Aber so ein echtes eigenes Auto, nö. Führerschein aber inzwischen schon. Aber es ist irgendwie so, ich hatte nie wirklich den Antrieb, mich dahin zu setzen und das zu lernen. Und irgendwie bin ich sowieso der nicht das macht, was alle anderen machen. Und vielleicht habe ich den deshalb auch in dem Zeitraum nie gemacht, in dem alle das inzwischen machen. Von daher, eigentlich ein voll unspannender Grund bei mir. Das Praktische ist, man hat bei YouTube ja jetzt diese, in den Annotations kann man ja jetzt, also in diesen Karten, in dieses I, was dann oben rechts ist, ich weiß halt nicht, ob das jetzt da oder da ist, da kann man Umfragen machen und ich habe euch eine Umfrage reingestellt, wie viele Leute von euch einen Führerschein haben. Das würde mich nämlich extrem interessieren. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare drunter vor allem. Würde ich gerne wissen von den Leuten, die keinen Führerschein haben, was eure Gründe dafür sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns irgendwann mal. Bis dann.